Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es gibt heute das letzte Video für dieses Jahr. Und zwar gibt es nochmal Neuzugänge. Und zwar einmal Neuzugänge, die noch vor Weihnachten sozusagen hier bei mir eingezogen sind. Und dann einmal die Neuzugänge natürlich von Weihnachten. Und noch das ein oder andere, was ich zu Weihnachten bekommen habe, wo ich mir gedacht habe, das könnte euch möglicherweise interessieren, weil es vielleicht mit Büchern zu tun hat oder so. Und dann kann ich euch ja noch kurz so ein bisschen erzählen, was ich drumherum noch bekommen habe. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, um keine Zeit zu verschwenden. Beginnen wir einfach mal mit den drei Büchern, die noch eingezogen sind bei mir, bevor Weihnachten überhaupt gekommen ist. Eins davon habe ich gekauft, eins habe ich bei Tauschticket ertauscht und eins habe ich bei eBay gekauft. Naja gut, okay, dann habe ich ja eigentlich habe ich zwei gekauft, aber eins original in neu sozusagen und eins halt eben bei eBay. So. Fangen wir mit dem an, was ich bei eBay gekauft habe. Keine Ahnung mehr, wie teuer es war, aber auf jeden Fall würde ich sagen unter 5 Euro, wobei ich das auch nicht beschwören würde. Ich könnte nachgucken, aber habe ich jetzt irgendwie vorher ein bisschen vercheckt wieder. Es geht auf jeden Fall um ein Buch, was ich schon wieder länger gesehen habe, wo ich schon einiges von gehört habe und was wieder in Venedig spielt. Und das ein oder andere Mal habe ich ja möglicherweise schon mal erwähnt. Ich liebe Venedig, obwohl ich noch niemals im Leben da war. Das muss ich eigentlich auf jeden Fall mal ändern. Ich möchte unbedingt mal dorthin. Ja, und ich habe schon einige Bücher halt eben mit Schauplatz Venedig gelesen, aber ich habe auch noch einige hier im Regal. Und möchte die natürlich auch irgendwann nochmal lesen. Ist ja klar, sonst hätte ich die ja nicht gekauft. Okay, es geht in diesem Buch, es geht bei diesem Buch auf jeden Fall um L'Aquois, der Fluch der schwarzen Gondel von Nina Blajon. Ja, das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön, das Cover. Man sieht dort ja auch eine der typischen Brücken von Venedig halt eben und ja, Bug oder Heck der typischen Gondeln halt eben auch. Und in diesem Buch geht es um Folgendes. Ein gruseliger, zugiger alter Palazzo, Dauerregen und eine grantige Urgroßmutter. Na großartig! Christine und ihr Bruder Jan sind zunächst nicht gerade begeistert, dass sie ihre Ferien in Venedig verbringen sollen. Und als ob das nicht genug wäre, scheint sich in dem alten Hotel ihrer Familie Merkwürdiges zuzutragen. Dinge verschwinden, schwarze Möwen attackieren das Haus und des Nachts erheben sich seltsame Schemen aus der Lagune und gleiten katzengleich die Wände der Häuser hinauf. Ein seltsamer Fluch scheint auf dem Haus zu lasten und etwas Unerklärliches verleitet Christinas und Janas Tante Sarah, immer wieder sich gefährlich tief in die Wasser der Stadt vorzuwagen, wie im Sog einer dunklen Macht. Als die beiden Geschwister sich auf die Spuren des jahrhundertealten Rätsels machen, das hinter den geheimnisvollen Vorgängen steckt, geraten sie rasch selber ins Visier der Schattenwesen, die Venedig eigentlich beherrschen. Ein Venedig, das ganz anders ist als die goldene Lagunenstadt, die die Kinder zu kennen meinen. Ein schillerndes Reich der Geister und Spiegelwesen, mysteriös, atemberaubend gefährlich und faszinierender und von faszinierender Schönheit. Also ich finde, das klingt wirklich sehr, sehr gut. Das Buch ist übrigens eigentlich neuwertig, ist an den Rändern so ein bisschen angestoßen, aber ansonsten ist es vollkommen in Ordnung. Dann habe ich ein Buch bei Tauschticket ertauscht, was ich schon mal auf meiner Wunschliste hatte, weil ich das Cover einfach sehr, sehr schön finde. Dann habe ich es wieder runtergeschmissen, weil ich mir dachte so, naja, das muss jetzt halt auch nicht unbedingt sein, weil ich da so die Wunschliste so ein bisschen mal aussortiert hatte, weil mein Sub hier einfach ins Unermessliche wächst, aber dazu später mehr. Auf jeden Fall, ja, habe ich es dann gesehen bei Tauschtick und dann dachte ich mir so, ja, na gut, also wenn es jetzt schon mal da ist und du halt noch Ticket übrig hast, dann nimmst du es halt mit. Und so ist es jetzt bei mir eingezogen. Und zwar ist es von Daniela Ohms, Insel der Nyx, die Prophezeiung der Götter. Da geht es auf jeden Fall um griechische Mythologie. Und ich finde, das Ganze klingt auch sehr, sehr spannend. Und ja, wie ich im Nachhinein dann nochmal herausgefunden habe, das Ganze spielt auf Kreta, also in Griechenland. Und wir spielen momentan so ein bisschen mit dem Gedanken, dort unseren nächsten Urlaub zu verbringen. Ich bin mal gespannt, was das gibt, ob das was gibt und ob es dann tatsächlich Kreta sein wird. Ja, und bis dahin würde ich mich dann mit diesem Buch vielleicht erstmal begnügen. Ich finde das Cover auf jeden Fall auch sehr, sehr schön. Also dieses junge Mädchen, was hier unten auf der Klippe sozusagen sitzt und diese mysteriöse Insel dort hinten im Hintergrund und diese, ja, zu Totenköpfen oder
irgendwelchen grimassenverzogenen Wolken, die man hier noch sieht. Also ich meine, diese ist ja offensichtlich, aber hier hinten gibt es halt auch nochmal diese Wolken. Und ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt. Okay, seit Eleni auf der Insel Kreta angekommen ist, verspürt sie eine merkwürdige innere Unruhe, die sie kaum noch schlafen lässt. Als eines Nachts ein tosender Sturm losbricht, erwachen in ihr ungeahnte Kräfte. Noch dazu taucht am nächsten Morgen am Horizont eine mysteriöse Insel auf, die nur Eleni und ihre Freundin Feline sehen können. Doch von ihr scheint eine große Gefahr auszugehen. Schattenwesen und unheimliche Wassernixen versuchen, die Mädchen in ihre Gewalt zu bringen und der Göttin der Nacht zu übergeben. Erfüllt sich damit die geheimnisvolle Prophezeiung der Nyx? Ja, ich finde, das klingt eigentlich ganz gut. Griechische Mythologie interessiert mich eigentlich sowieso ganz gerne. Und deshalb dachte ich mir einfach, probiere ich das Ganze mal. Ja, und dann habe ich mir noch ein Buch bestellt, was sozusagen, als ich es gesehen habe, dass das demnächst mal rauskommt, sofort, instant, quasi in meinem Warenkorb gelandet ist, was somit eigentlich mit eins der einzigen Bücher ist oder ersten Bücher gewesen ist, was ich dann tatsächlich mal vorm Erscheinungstermin bestellt habe. Und ich muss sagen, ich war eigentlich in der Annahme, dass es sich um einen Roman handelt, ne? Um ein richtig schönes, dickes Buch, von mir aus auch mit Illustrationen oder so, ne? Keine Ahnung. Ja, und deshalb war ich ein klitzekleines bisschen, muss ich sagen, enttäuscht, als es dann tatsächlich bei mir angekommen ist. Weil es ist nämlich, ich kann euch das mal zeigen, so dünn, ja, so groß. Und es ist ein Comic. Und das stand da wirklich nirgendwo bei Amazon. Ich habe im Nachhinein nochmal geguckt, ob ich mich nicht vielleicht vertan habe oder so. Ob ich einfach das Cover, den Titel gesehen habe und mir so dachte, so, boah, musst du haben. Und ohne zu gucken, das in den Warenkorb getan habe. Ja, aber es steht wirklich nicht dort, dass es ein Comic ist. Und man kann auch nicht ins Buch reingucken. Also es gibt ja diese Funktion, Blick ins Buch oder so. Kann man da nicht. Und deshalb habe ich es nicht gesehen. Und deshalb habe ich mich ein bisschen enttäuscht gefühlt, sage ich mal. Aber andererseits habe ich halt schon mal reingeguckt. Und die Bilder, also von den Comics oder von dem Comic, die Bilder, die sind wirklich ganz toll und sehr schön. Aber es ist halt irgendwie auch schade, finde ich, ne? Also mal genug drumherum gelabert. Ja, es geht um Folgendes. Und zwar ist es von Chrissy und Pena. Oder Chrissy, ja, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Chrisse und Pena vielleicht. Tinkerbell im Wunderland. Ja, also ich bin absoluter Tinkerbell-Fan. Vielleicht schon mal erwähnt. Ich mag eh Elfen sehr, sehr gerne. Und Tinkerbell ist wirklich das Nonplusultra für mich sozusagen. Ja, und natürlich ist ja klar, bei diesem Cover dann auch, was wirklich mega, mega cool aussieht. Ne? Also ich meine, in der Kamera sieht es wieder nicht so mega cool aus wie in echt. Da habe ich mir halt eben gedacht, so ja, das muss sofort in den Warenkorb. Das kaufst du auf jeden Fall. Und ja, jetzt ist es halt hier. Von hinten ist auch nochmal eine Illustration drauf. Finde ich auch ganz hübsch. Und wenn man jetzt reinguckt, dann ja, beginnt das Ganze halt hier so als Cartoon. Oder es beginnt nicht nur, es ist komplett ein Cartoon. Es ist aber trotzdem alles wirklich sehr, sehr schön aufgemacht. Und ich finde es einfach hübsch. Ne? Also ich freue mich trotzdem natürlich, das jetzt zu lesen. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Habe es noch nicht gelesen, werde es nächstes Jahr auf jeden Fall lesen. Ja, ihr seht das Video jetzt noch im 2014. Nächstes Jahr werde ich es lesen. Und ja, ich freue mich natürlich trotzdem drauf. Ich lese euch einfach ganz kurz mal vor, was hinten drauf steht. Gefangen im Wunderland hat Tinkerbell nur ein Ziel, Nimmerland wiederfinden und diese Welt der Verrückten verlassen. Nur Alice scheint in der Lage zu sein, ihr dabei zu helfen. Aber noch andere unheimliche Kreaturen haben sich in diese magische Gegend verirrt. Noch nie sah sich das Wunderland einer solchen Bedrohung ausgesetzt. Erleben sie mit Alice und Tinkerbell zum ersten Mal vereint neue mitreißende Abenteuer. Ja, finde ich sowieso total cool einfach, dass ja, jetzt mal Alice und Tinkerbell sozusagen in Kombination auftreten. Und ich hoffe einfach, dass mich dieses Comic, dieser Cartoon halt eben begeistern wird, weil eigentlich bin ich nicht so der Comic-Fan. Ich hatte auch kurz überlegt, soll ich es zurückschicken, soll ich es behalten, aber hallo, es ist Tinkerbell. Und dann dachte ich mir halt, die Illustrationen sind halt einfach schön, behältst es halt. Ja. Das war so die Intention, die ich mir gedacht habe und ich bin mal gespannt, ob es mir dann im Endeffekt gefällt. Ich hoffe es sehr. So, fangen wir jetzt mit den Weihnachtsgeschenken an. Also,
Ich fange einfach mal mit einem Hörbuch an und einer dazugehörigen DVD, die ich auch schon geguckt habe. Also die DVD jetzt, ne? Die haben wir nämlich geguckt an meinem Geburtstag dann auch, weil das ein Geburtstagsgeschenk halt eben auch war. Und ja, es ist eine total kleine, süße Geschichte, die nur eine halbe Stunde dauert. Also dieser Film, den wir auch geguckt haben. Und meine Güte, war das zuckersüß, ne? Richtig, richtig schön. Und zwar handelt es sich hier um Teddy und Annie. Alles, was sie suchen, ist die Liebe eines Kindes. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich ist mir schon klar, dass das ein Kinderfilm ist, ne? Und dazu gab es nämlich dann auch noch das passende Hörspiel. Und es ist einfach nur zuckersüß, ne? Also es geht dabei ja um Annie und um Teddy. Und deren Kinder, die haben sie sozusagen in den Müll verfrachtet. Und das können sie sich natürlich nicht so gefallen lassen. Sie fliehen aus dem Müll und begeben sich sozusagen auf die Suche nach neuen Kindern, die sie lieb haben können und wo sie ein neues Zuhause finden können. Und was ihnen dabei passiert und ob sie es tatsächlich schaffen, das muss man selber gucken, hören oder wie auch immer, aber es lohnt sich auf jeden Fall total. Und das ist auch ein preisgekrönter Film. Hier steht mehrfach bei Kinderfilmfestivals ausgezeichnet, darunter als bester Kinderfilm und bester Kurzfilm. Und es war wirklich, wirklich sehr, sehr süß und sehr, sehr emotional auch und auch sehr, sehr traurig teilweise, aber wirklich sehr, sehr, sehr schön. Also, ja. Also ich finde auch, das ist natürlich ein Kinderfilm, aber ist trotzdem wirklich zuckersüß. Dann habe ich bekommen ein Tuch sozusagen mit dem Thema Literatur, würde ich sagen. Und ich kann euch das mal so kurz so ein bisschen hier vor die Kamera halten. Ja, man sieht natürlich jetzt nicht so wirklich viel, aber auf jeden Fall sind da viele, ganz, ganz viele Buchstaben drauf. Und hier steht zum Beispiel auch drauf, was steht hier drauf? Abenteuer finden im Kopf statt. Ja, und das Ganze ist eigentlich so in Grau, Schwarz und Rot gehalten und das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Das habe ich von meiner Tante bekommen und da habe ich mich auf jeden Fall auch sehr drüber gefreut. Dann gibt es noch so zwei kleine Notizheftchen und das erste finde ich auch so einfach nur mega süß. Und zwar ist das ein bekanntes Bild eigentlich, aber ich finde es nach wie vor immer wieder süß. Und zwar steht hier drauf, in diesem Bild ist ein Vogel versteckt, finde ihn. Und ich mag ja Katzen eh, wir haben ja auch zwei Stück und deshalb freue ich mich über sowas natürlich auch immer sehr. Und das sind halt so kleine Post-its und die kann man ja immer gebrauchen. So, dann habe ich noch ein Notizheft bekommen. Auch mit einem sehr, sehr passenden Spruch, wie ich finde. Lerne aus der Vergangenheit, träume von der Zukunft, aber lebe hier und jetzt. Ja, das ist einfach nur hier so ein leeres Blankoheft, aber kann man auch immer gebrauchen. Also von daher finde ich das sehr, sehr gut. Dann zeige ich euch jetzt einfach nochmal hier so zwei Figuren, die ich auch bekommen habe. Und zwar hatte ich die irgendwie auf dem Weihnachtsmarkt gesehen und ich bin eh so ein Fantasy-Fan irgendwie. Ich habe ja hier auch in meinem Bücherregal, habe ich ja auch ein paar Elfen zum Beispiel sitzen. Ja, oder auch so ein Bild, was ein bisschen Fantasy-lastig ist und sowas alles. Und auch Flüge, Bücherstützen mit Engelsflügeln oder so, ne? Und ich bin eh so immer so Fantasy und Elfen und Kobolde und Wichtel und sowas. Und aus diesem Grund ist das hier bei mir eingezogen. Das ist hier sozusagen der männliche Part. Das ist hier so ein, keine Ahnung, Wichtel, Zwerg, was auch immer, auf einem Fliegenpilz. Und natürlich gibt es auch ein Mädchen dazu und das sieht so aus. Und ich finde die beiden auch einfach zuckersüß. Die stehen jetzt auch hier in meinem Regal, einfach auch deshalb, weil die hier irgendwie vor den Katzen sozusagen am sichersten sind. Weil das Lesezimmer sozusagen über Tag immer zu ist, es sei denn, ich bin drin. Ja, und wenn ich halt drin bin, kann ich ja aufpassen, dass die das nicht von den Regalen schmeißen. Ich stelle halt die Sachen, die mir wichtig sind, auch immer so in die höheren Regale, wo sie nicht drankommen oder klebe die fest. Hat sich auch sehr bewährt, muss ich sagen. Und das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut, weil ich habe immer Angst, dass die Sachen dann runterschmeißen. Es ist natürlich nicht so schlimm, weil es sozusagen ja nur Gegenstände sind, sag ich mal. Aber es ist trotzdem ärgerlich und irgendwie hängt man an den Sachen ja auch, ne? Dann habe ich noch einen Bleistift bekommen. Finde ich auch sehr süß und da steht drauf, Schreiben verleiht den Gedanken Flügel. Und da ist dann auch hier so ein ja, Porzellan-Aufsatz drauf mit einer Lesefeder, Schreibfeder, wie auch immer. Ich sage immer Lesefeder, ne? Aber ich meine eigentlich Schreibfeder. Und ich glaube, dass die, wie heißt das denn nochmal? Wo ich auch bei der Buchmesse war und diesen Kalender gekauft habe. Räder. Ja, hier ist ja auch der
das Emblem drauf. Also es ist von Räder. Aber eigentlich, ich bin mir fast sicher, der Laden heißt noch irgendwie anders, aber mir fällt das jetzt nicht ein. Also es ist auch das, was bei der Meierschen, meine ich, immer so verkauft wird, ne? Ja, okay. Ich zeige euch jetzt noch eine andere Sache, die ich bekommen habe, die jetzt eigentlich so nichts mit Büchern zu tun hat. Danach kommen nur noch bücherspezifische Dinge. Und zwar habe ich hier so eine Kette bekommen, einen Kettenanhänger, das ist so eine Art Amulett. Und zwar ist es von Julies, ich zeige euch mal eine Visitenkarte, Design Yourself. Und zwar sind das hier dann diese Amulette, sage ich mal. Man kann die aufmachen. Und wie ihr hier schon seht, da gibt es dann verschiedene kleine Dinge, die man dann da reintun kann. Ich habe hier zum Beispiel auch so etwas bekommen. Und in meinem ist jetzt ein Plättchen drauf, drin, da steht Carpe Diem drauf. Dann habe ich so einen kleinen Stern, eine Schneeflocke, ein paar Flügel. Und dahinter verbirgt sich nochmal so ein kleiner Stern. Der versteckt sich. Und dann habe ich noch ein paar andere Dinge bekommen, die man dort reintun kann. Ich zeige euch die auch nochmal eben ganz schnell. Und zwar ist es einmal so eine, auch nochmal so eine Unterlegscheibe, wo Dream draufsteht. Und dann hier, naja, toll. Hier nochmal so eine kleine Vorlegscheibe oder wie auch immer. Da ist eine Pusteblume drauf. Und dann gibt es noch einmal hier nochmal so eine Schreibfeder und ein Schmetterling. Und auf der anderen Seite gibt es noch diese kleine, zuckersüße, türkisfarbene, pinke Eule. Die finde ich auch einfach nur so zuckersüß. Und ja, da kann man dann natürlich noch ganz viele andere Dinge kaufen und immer wieder dann auffüllen, umfüllen und verändern, wie man das halt eben möchte. Und das finde ich auch total schön. Das sind immer so individuelle Schmuckstücke, die dann immer irgendwie anders sind, je nach Geschmack und Stimmung. Und finde ich auf jeden Fall sehr schön, eine tolle Idee. Und ich sage mal so, es ist ja ein Geschenk gewesen, ich weiß nicht, wie teuer die sind, aber man sagte mir, dass diese kleinen Accessoires, die man reintun kann, halt gar nicht so teuer sind. Da muss ich auf jeden Fall mal im Internet gucken, was man sich da noch so holen kann, denn da gibt es einige tolle Sachen, die es halt ja, zu kaufen gibt, sage ich mal. Dann habe ich noch drei Bücher bekommen. Und die zeige ich euch jetzt auf jeden Fall mal. Und zwar habe ich zuerst bekommen von Julie Berry, Lasst uns schweigen wie ein Grab. Und da ist ja auch wieder absoluter Coverkauf im Prinzip. Ich finde es einfach nur mega genial. Und ich lese euch natürlich wieder vor, was hinten drauf steht. Als aus heiterem Himmel die Direktorin und ihr Bruder beim Sonntagsessen vor ihren Augen tot vom Stuhl fallen, haben die sieben Schülerinnen des St. Iseldor Mädcheninternats die Wahl. Entweder erzählen sie von den Todesfällen und werden nach Hause geschickt, oder sie vertuschen den Vorfall und haben die fantastische Chance, das Mädcheninternat selbst zu führen, ganz ohne Kontrolle von Erwachsenen. Also schaufeln sie den beiden ein Grab im Garten und pflanzen einen hübschen Kirschbaum darauf. Doch das ist erst der Anfang. Für ihren Traum von der eigenen Schule verstricken sich die Mädchen in ein fulminantes Netz aus raffinierten Lügen, während der Mörder noch frei herumläuft. Eine skurrile Krimikomödie mit viel schwarzem Humor. Das klingt auf jeden Fall nach einer Lektüre, die mir sehr gefallen könnte. Ich finde, das klingt einfach nur wieder super gut. Ich freue mich schon megamäßig darauf. Und ja, bin mal ganz gespannt, wie mir das Ganze gefallen wird. Ich denke schon, dass es eigentlich ja auf jeden Fall was Nettes für zwischendurch auch wieder sein wird. Obwohl ich eigentlich glaube, dass es was richtig Besonderes ist, so von der Story her. Ich bin wirklich sehr gespannt. Dann gibt es ein Buch, was auch einfach nur wunderschön aussieht, von außen schon alleine. Und zwar ist es von Holly Black und Cassandra Clare, Magisterium, Der Weg ins Labyrinth. Das Ganze sieht so aus, das ist noch verschweißt, deshalb spiegelt das wieder so toll. Aber ich finde alleine dieses Cover schon mega toll. Und natürlich der Buchschnitt ist einfach auch genial. Also ich finde es wunderschön. Diese Kombination aus Schwarz und Kupfergold gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich bin auch schon auf dieses Buch natürlich schon sehr gespannt. Ja, aus dem Grund, weil es halt eben noch verpackt ist, kann ich euch nur das vorlesen, was hier hinten drauf steht, was nicht besonders viel ist. Aber egal. Callum Hunt hasste Magie. Er hasste einfach alles an ihr. Drei Regeln hatte ihm sein Vater immer wieder eingeschärft. Traue nie einem Magier, bestehe nie eine magische Prüfung, betrete unter keinen Umständen das Magisterium. Kell würde sie alle brechen.
Ja, natürlich, ist mir schon klar. Verrät nicht so wirklich viel. Ich kann mir noch nicht so wirklich was drunter vorstellen, aber ich freue mich auf jeden Fall schon. Und alleine, weil es halt auch so toll aussieht, ist es wieder so ein richtiger Hingucker im Regal. Und ich habe noch ein weiteres Buch, was ich auch unbedingt haben wollte. Ich finde, ja, Cover, Titel total toll und dann natürlich auch den Klappentext. Ich finde, das Buch hört sich auch einfach unglaublich toll an. Und es ist von Barry Jonsberg, Das Blubbern von Glück. Ich freue mich schon megamäßig drauf. Und in diesem Buch geht es um Folgendes. Hier geht es nicht nur um mich, es geht auch um die anderen in meinem Leben. Meine Mutter, mein Vater, meine tote Schwester Sky, meine Brieffreundin Danil, meinen reichen Onkel Brian, Erdferkel Fisch und Douglas Benson aus einer anderen Dimension. Das sind Menschen, mit Ausnahme von Erdferkel Fisch, der ein Fisch ist, die mich geprägt haben, die mich zu dem gemacht haben, was ich bin. Ich kann nicht über mein Leben berichten, ohne gleichzeitig über sie zu berichten. Ich stehe vor einer großen Aufgabe, doch ich bin zuversichtlich, dass ich ihr gewachsen bin. Witzig, berührend, wundervoll. Die blubbernd, herzerhebende Geschichte eines ungewöhnlichen Mädchens, das entschlossen ist, alle um sich herum glücklich zu machen. Ja, ich finde, das klingt sehr toll. Ich habe nur gute Kritiken bisher davon gehört und ich freue mich natürlich auch da wieder wahnsinnig, das Ganze dann zu lesen. Ich denke mal, das wird auch auf jeden Fall relativ schnell gelesen werden, weil ich finde, das ist irgendwie noch so ein, ja, so ein Frühlingsbuch, würde ich sagen, ne? Und da freue ich mich auf jeden Fall auch schon wieder sehr drauf. Dann habe ich hier noch was anderes bekommen. Das ist eigentlich auch so ein bisschen wie so ein Buch, aber eher so wie ein Tagebuch, kann man sagen. Es ist so ein, ja, ich zeige euch das einfach mal, ne? Und zwar heißt das My Life Story, A Diary for Your Whole Life. Und zwar ist es angelegt für 10 Jahre ungefähr. Und es ist eigentlich wie so ein Tagebuch, nur dass es halt eben mega mäßig fett ist. Ne? Man kann da sozusagen alles Mögliche eintragen und einkleben. Das ist schwarz, hat auch einen schwarzen Buchschnitt, was ich auch sehr schön finde. Das Ganze hat auch ein Lesebändchen und es hat ganz, ganz viele Seiten. Es ist auch so in Jahreszeiten aufgeteilt, ne? Also ja. Frühling, Sommer, Herbst und Winter dann logischerweise. Und was steht hier noch drauf? A full lifetime diary included inside. Gibt es verschiedene Kategorien. Zum Beispiel about me, facts about yourself, dann world map, where you have lived and traveled to, education, your schools and qualifications, awards and achievements, prizes, medals, trophies, useful and useless skills, all the skills you have learned in life, jobs, places you have worked, und 50 things to do before you die, your own life ambitions, homes where you lived and where you lived and who with, and more. Ich zeige euch nochmal so ein paar Seiten. Ne? Zum Beispiel hier auf dieser Seite, das ist jetzt blöd, man sieht da nichts, aber man kann zum Beispiel ja, ein Babyfoto reintun, eine Hand und einen Fußabdruck, als man noch klein war. Babyscan oder sowas zum Beispiel oder ein Bändchen mit dem Namen, Geburtsgewicht und sowas alles. Ne? Dann gibt es hier eine Seite, wo sozusagen der Körper drauf ist und man kann dann zum Beispiel Tattoos einzeichnen, Narben einzeichnen oder zum Beispiel, wo man sich was gebrochen hat oder so. Dann gibt es hier eine Seite mit der gesamten... Das ist so fett, das Buch, ne? Mit der gesamten Erde drauf. Ich halte euch das einfach mal so doof in die Kamera. Da kann man beispielsweise eintragen, wo man gewohnt hat, wo man hingereist ist. Ja, dann wie gesagt die besagten 50 things to do before you die. Dann kann man eintragen, was man gelernt hat, welche Ausbildung, welche Schule, besondere Eigenschaften, besondere Jobs oder so. Ja. Dann zum Beispiel besondere Freundschaften, Familienmitglieder kann man eintragen mit Bild, warum man diese besonders gerne hat. Und dann geht es eigentlich los mit Spring und dann kannst du dort zum Beispiel Sachen einkleben. Du kannst ganz normal Tagebuch schreiben. Ja, so geht es dann weiter. Das ist dann halt im Prinzip, sehe ich hier gerade, ist es dann eigentlich eine Doppelseite sozusagen pro Jahreszeit, kann man sagen. Das ist vielleicht ein bisschen wenig. Könnte so sein, weiß ich jetzt nicht. Aber wenn man wirklich nur die Sachen einträgt, die besonders wichtig sind in diesem Jahr, dann könnte das eigentlich ganz cool sein. Und dann gibt es natürlich irgendwie so am Ende dann noch eine Seite,
die ist dann sozusagen folgendermaßen aufgeteilt, wenn ich jetzt mal hier die Seite umblättern könnte. Highlights of the Year, Best and Worst Moments und Picture of the Year beispielsweise. Man kann die Größe, das Gewicht dann noch eintragen. Das wird so zum Beispiel vorgeschlagen, ne? Und so geht das eigentlich ja, sozusagen viele Jahre weiter. Wenn man das jetzt so sich anguckt, dann ist es für viel mehr als 10 Jahre ausgelegt. Also ich hatte irgendwo gelesen, bevor ich mir das gewünscht habe, dass es halt so für 10 Jahre halt eben ausgelegt ist. Aber das ist für viel, viel mehr Jahre. Also es könnte wirklich so ein ganzes Lebensbuch werden. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Also ich habe mir das so vorgenommen, dass ich dort kein richtiges Tagebuch schreibe. Das sehe ich ja jetzt auch tatsächlich, dass es gar nicht möglich wäre, selbst wenn ich es wollte. Sondern dass ich es dann so mache, dass ich wirklich dann ja pro Jahreszeit sozusagen einfach die Highlights dort reinklebe, aufschreibe, zum Beispiel, was weiß ich, wenn ich auf ein Konzert gehe oder sowas, ne? Oder es gibt ja auch noch ganz viele andere tolle Dinge, die man erleben kann, die ich dann vielleicht so stichwortartig dort eintragen werde. Das finde ich eigentlich ganz gut, weil ich hatte mal überlegt, ob ich vielleicht Tagebuch beginne, aber das ist, muss halt immer wieder was schreiben, ne? Also am besten jeden Tag oder ein paar Mal die Woche, und da bin ich wahrscheinlich nicht diszipliniert genug zu oder habe eigentlich dann auch meistens nicht so viel zu berichten. Jedenfalls nicht so viel Spannendes, was man sich dann dort irgendwie eintragen möchte. Keine Ahnung. So, das letzte Geschenk, was ich euch heute zeigen möchte, ist der Literaturkalender Leselust für das kommende Jahr. Und das finde ich auch sehr, sehr cool. Da habe ich mich auch sehr darüber gefreut. Da gibt es verschiedene ja, Bilder zum Thema Bücher und Lesen. Ja, man sieht hier schon einiges. Ich halte euch das einfach mal hier so in die Kamera. Spiegelt natürlich wieder, weil es noch eingeschweißt ist. Aber es gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ich habe den schon mehrere Jahre mal gehabt. Ich glaube, ich hatte den 2 oder 3 Jahre. Jetzt letztes Jahr, vorletztes Jahr hatte ich den glaube ich nicht, aber dieses Mal freue ich mich auf jeden Fall wieder, dass der bei mir eingezogen ist. Bin auf jeden Fall mal sehr gespannt auf die Bilder, die ich da so zu sehen bekomme, und freue mich auf jeden Fall. Ja, was habe ich denn noch bekommen? Ich habe noch ganz viel so Wellness-Sachen bekommen. Ich habe zum Beispiel einen Massagegutschein bekommen. Ich habe dann ja, solche Massagekugeln sozusagen bekommen. Dann habe ich auch so vieles für die Küche bekommen, sage ich mal. Zum Beispiel so eine ein Brett mit 4 Löchern drin, wo man so Dipschalen reinstellen kann. Ich habe ein neues Salatbesteck bekommen und vieles, vieles mehr. Und ich habe mich natürlich auch über jedes einzelne wieder sehr gefreut. Aber ich habe mir jetzt halt gedacht, dass ich euch einfach die Dinge zeigen, die euch vielleicht möglicherweise auch interessieren könnten, weil es halt ein bisschen was mit Büchern zu tun hat oder so ein bisschen schön anzugucken sozusagen. Und ja, das sind sozusagen meine Neuzugänge. Das waren ja jetzt 6 Bücher und dann zum Beispiel der coole Kalender und sowas alles. Und ich freue mich auf jeden Fall wieder über jedes einzelne. Bin auf die Bücher sehr gespannt, und ihr könnt mir ja wieder mal berichten, welches davon ihr schon gelesen habt, wie es euch gefallen hat und was euch vielleicht nicht dran gefallen hat. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.